Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. Ja, wir haben jetzt Omali kennengelernt. Die hat die Forschungsunterlagen. Oh my gosh. This is. Please say we don't gotta walk through that. Schauen wir mal. Du bist auch noch so ein Betäubungskanister. In Ordnung. Wenn wir das hier anschließen. Das mit rekalibrieren können wir leider nicht. Mist. Versuchsprotokoll. Sehr versucht, funktioniert die Moschus-Extraktion ganz ordentlich. Das Druckniveau scheint konstant zu bleiben. Die Probenvarianz ist im Toleranzrahmen. Ich dachte, diese Raptors würden nach außen stinken. Jetzt, wo sie aufgeschnitten sind, meiden sie wohl für alle den Rest des Tages mein Labor, bis ich damit fertig bin. Moment, da draußen ist irgendein Aufruhr. Ein Alarm schrillt gerade los. Wahrscheinlich noch so eine verdammte Sicherheitssystemkontrolle. Ich gehe mal nachschauen. Lass mich mal kurz speichern. Ich denke, wir schließen es mal ab. Rekalibrieren kann ich es leider nicht. Gebt mir da auch nichts, was ich mir gerade überziehen könnte. Alles klar. Können wir das nächste Mal noch mit Worten sprechen? Hier noch Schönes? Allzu viel Gewicht. Oh, leckeres Zeug, ne? Ein Raptitreiber. Moment. Sollen wir den jetzt nutzen? Um die dann zu betäuben? I would ask what was on your mind, but the answer is obviously me. So, dann schleich muss ich hier noch ein bisschen weiter entlang. Schrottrobotereinheit? Maus? Kann ich die Maus gerade nicht bewegen? Jetzt geht's zum Glück wieder. Dann mach's mal gut. Ah, da ist hier noch jemand. Sorry, ganz übersehen. Das war's dann mit dir. Jupp. Laufen ist ja gerade nicht mehr. Dringend wieder Zeug loswerden. Ah, mit euch haben sie aber auch hier kurz einen Prozess gemacht, wie das aussieht. Na gut, wir jetzt ja auch. Ah, Verkaufsanlage. Sehr schön. Genau das, was ich gerade brauche. Dann plündern wir gerade nämlich noch einmal hier durch. Dann werden wir das Zeug los.
Ja, bitte. Ja, das sollte ein bisschen was bringen, denke ich mal. Ich denke, für den Fall der Fälle könnte man das ja auch einfach zerlegen. There has to be a key around here somewhere. Mhm. Schauen wir gleich mal. Habe ich dich schon? Nein. Habe ich noch nicht. So. Ja, dann. Schrott, Schrott. Das ist gar nicht schlecht. Der Schockstab nämlich auch mal langsam wechseln. Nehmen wir dann gleich Ersatz mal mit. So, genau, dich wollte ich ja mal noch ausrüsten. Was Anständiges kriegen. Beziehungsweise auswerten, aufwerten und dann ausrüsten. Okay, einmal den Schrott verkaufen, bitte. Dankeschön. Hm, hübsch. ja, das soll zwar fürs Erste gewesen sein, denke ich mal. Grund dem, das sind 20 mit 2 Minuten. Ich weiß ja nicht, komm. Räumen wir mal eine Runde auf. Na, leider kommt mal noch weg. Ich glaube, wenn alle Stricke reißen, gehen wir halt zum nächsten Barmann und kaufen uns da nochmal was Neues. Würde ich sagen. So. Wein, wahrscheinlich zum das mit der Aufladerate behalte ich vielleicht doch mal noch. Mit dem Wein wahrscheinlich ist dann Parvati ein wenig angepisst. Den guten Wein weggeben, aber hey. Wenn man die Zigaretten, na gut, irgendjemand wird wahrscheinlich auch noch Wein haben wollen, von daher. Guck mal, das war auch verkaufen. So. In Ordnung. Wie viel haben wir jetzt? Na, guck mal, das hat sich richtig gelohnt. Wieder neues Zeug mitnehmen.
Munition hier weggepackt. Hallo, das sieht doch mal so aus, als könnte hier irgendwo ein Schlüssel sein. Der Tresor wurde gewaltsam geöffnet und der Inhalt achtlos herumgeworfen. Die verbleibenden Notizen betreffen abgebrochene Projekte. Antons höchst bedeutsame Forschung ist nirgends zu finden. Brandspuren am Rand deuten auf das Werk wenig subtiler Diebe hin. Vermutlich haben sich Banditen mit Antons Unterlagen aus dem Staub gemacht. Das, na gut, sieht nur so aus, als wäre es sinnvoll gewesen. Mit dem Zeug? Noch ein Dietrich. Na gut. So, wie sieht's aus? Die letzte Chance, Charge ist vielversprechend. Ich möchte das Schicksal nicht herausfordern enden, aber ich würde mich dazu hinreißen lassen, von einem vollen Erfolg zu sprechen. Die Subjekte, die die experimentelle Zahnpasta verwendet haben, weisen signifikant weniger Zahnlöcher auf und zeigen nur minimale Nebenwirkungen. Wohlgemerkt auch nichts Ernstes, nur ein wenig Blindheit, aber wenn du dich darum kümmern könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Mach weiter so und du findest die Spornstreichs in Zantium wieder. Bei einer weiteren Analyse unserer Ergebnisse haben wir etwas ziemlich Faszinierendes herausgefunden. Auch wenn diese Zahnpasta einen Schutzfaktor vor Zahnlöchern bietet, so ist diese doch nur wenig höher als jener der jetzigen Zahnpasta. Unsere Ergebnisse waren verfälscht. Unsere Testobjekte versprühten nämlich deutlich weniger Appetit und aßen daher viel weniger. Das sollte uns wohl lehren, unsere Testobjekte besser zu beobachten, was? Beim Ernst. Diese appetitunterdrückende Wirkung dieser neuen Formel ist ganz außergewöhnlich. Nur Geschmack und Textur sind noch nicht recht annehmbar. Bitte konzentriere deine Arbeit in Zukunft darauf, das zu verbessern. Die Geschichte mit der Blindheit kannst du bis auf Weiteres ignorieren. Um das Problem kümmert sich die Marketingabteilung. Wirklich, Anton, schlag die Sache mit der Blindheit aus dem Kopf. Dein Engagement, das Problem lösen zu wollen, ist wirklich bewundernswert. Aber an dieser Stelle leider etwas fehl am Platz. Insgesamt betrachtet ist das wirklich keine große Sache, von sehr viel geringerer Priorität als Textur und Geschmack. Wir bitten dich daher nachdrücklich darum, deine Zeit und Energie ausschließlich auf Textur und Geschmack zu verwenden. Außerdem irrst du dich, was unser eigentliches Ziel mit diesem Produkt betrifft. Die appetitsenkende Wirkung machen es in den Kleinstädten wesentlich wertvoller als selbst in Byzantium. Weniger Essen für die Arbeiter in Kantinen bereithalten zu müssen, kann extrem zum Unternehmensgewinn beitragen. Daher wird sich das Marketing auf diesen Aspekt konzentrieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es kann auch damit zu tun haben, dass dein Vorschlag Appesap als Markennamen abgelehnt wurde. Überlassen wir doch das Marketing einfach der Marketingabteilung, ja? Okay. Cool. Gut. Achso, warte mal. Easy. Haben die Arbeiter hier eingesperrt? Okay. Kann man halt auch mal machen. Jetzt haben wir hier noch einen Überbrückungskontakt. Wieder Waffen zum Verkaufen. Wie schön. Doch vielen Dank für den Stufenaufstieg. So, erstmal alles mitnehmen. Schauen wir uns dann gleich mal an. Nett. So, hier haben wir ja auch aufgeräumt, ne?
nicht. Naja, machen wir mal Upgrades erstmal. So, ich wollte ja hier auf Tech noch ein bisschen gehen, ne? Das Tüfteln langsamer kriegen. Ich halte hier natürlich mit den Langwaffen wieder weiter. Sehr schön. Ach stimmt, und wir kriegen auch neue Vorteile. Mehr Tarkapazität wäre, glaube ich, auch sinnvoll. Laufen und ballern. Anzeige aufgefüllt. Ja, mehr Bonus ist auch gut. Mehr Ankaufpreise, ja, gerne. So. Es wird. Try me. We're pretty good at this. Da wird's dann wieder rausgehen. Irgendwann zumindest. Ja, wir sollen sowieso den Weg noch frei machen. Mal schauen, was wir hier noch alles öffnen und erledigen können. Ah. Okay. Eventuell mit euch reden? Hier geht es wahrscheinlich zu den Raptoren, ne? Nice. Ja, finde ich auch. So, können wir die... Gut, die Zeitschrift können wir leider nicht mitnehmen oder lesen. Machen wir hier mal überall auf. Nice. Easy. Gibt ja alles XP. Well done. Und eventuell auch Loot. Na gut, in diesem Fall nicht. Ja, wir sollten ja irgendwie... Warte mal, ich lass mich doch mal gerade nachschauen im Tagebuch. Ja, Codex. War doch noch nicht alles. Noch was? Bei den Protokollen. Tatsächlich nicht. Dann gehen wir mal unten los. Wetter. Ahnung. Haben wir. Ja, das. Okay. Das sollte ja passen. Die Zigaretten müssen wir noch holen. Bändige die Raptons. Ja, du würdest bevorzugen, wenn du die Raptons mit Gas betäuben würdest. Benutze dazu die Gerätschaft im Labor. Drei davon sollten ausreichen. Okay, zwei haben wir. Vier von zwölf haben wir getötet.
müssen wir doch den letzten Kanister finden. Die Pistole, die kann, glaube ich, auch. Ja, wie gesagt, das behalten wir. Das wird alles mal als Schrott markiert. Ration. Ja, und ich glaube, das kann auch alles mal wieder weg. Irgendjemand einen Plasmawerfer oder Plasmakarabiner? Hm. Warte mal. Du machst ja richtig Schaden. Effekt bluten. 320. Andererseits. Na, ich glaube, ich bin mit einer dann doch, oder? Ist halt auch schwere Munition. So, also können wir halt ein bisschen Munition aufteilen. Ich probiere sie mal aus. Da haben wir halt unglaublich viel Munition für. Befehl eingeben. Achso, da brauchen genau, da brauchen wir jetzt noch den letzten Kanister. Scheint. Für die Containment-Zelle. Ich guck mal, was da drin ist. Easy, impressive as always. Okay, so ging's halt auch. Rüstungsteile können ja auch nicht schaden. Ah, und endlich mal eine Werkbank. Wo wir die ganze Zeit schon von geredet haben. So, tüfteln geht ja leider noch nicht. Reparieren wir gerade mal eine Runde. So, wir haben alles repariert. Sehr gut. Dann, dich wollte ich ja modifizieren. Was haben wir denn da? Das können wir reinpacken. Ankerfähigkeit, Techfähigkeit. Genau, die hatte ich ja jetzt frisch rausgeholt. Muss halt die Fernkampffähigkeit ein bisschen warten. Kann ja nur eine davon nehmen, oder? Ja, schade. Was war damit? Kann auch weg. Gepanzerte Gesicht, Entschlossenheit. Ja, komm, passt schon. Was so?
So, Wartungsprotokolle nicht gefunden. Weil immer noch kein Spiel eingeben. Ja, wir haben alles. Hat noch überlegt, aber ja. Würde soweit passen. Da waren die Leute drin. Wahrscheinlich dann die Raptoren. Ich hätte die Pistole mal noch verbessern können. Kommen wir hier gleich nochmal vorbei. Gucken, was wir dann in die Pistolen noch reinbauen können. Wie gesagt, da haben wir halt echt unglaublich viel Muni für. Schalldämpfer auf jeden Fall. Gerne. Ja, warum nicht? Wir haben es ja. Vielen Dank für das Zeug hier. Tja, und die Frage ist halt, wo ist der letzte Kanister? Waren wir ja auch schon, nur ich habe nicht so wirklich ausgiebig gelootet. Immer noch schnell Zeug los. So, die Ungeziefer. Ich habe halt die neuen noch nicht getestet. Hier ist halt Ruhe. Zeug hier wieder zu verkaufen. So viele Ecken, wo ich noch nicht war. Somehow I thought the lab would be grander. Holzam, ach so, ja. Waffe. Und schweres MG. Ah, da haben wir den letzten Kanister, sehr gut. Können wir das hier machen? Orson, du hast mir versichert, dass die neuen Rationen zum Mittagessen wären harmlos. Ich habe eine Menge Beschwerden. Ich verzeichne unregelmäßige Lecks. Jeden Nachmittag zwischen 14:23 und 14:43. Eine Probe davon habe ich in deinem Postfach hinterlassen. Orson, ich habe mir unsere Roboterteile zurückgeholt. Wenn du nochmal was aus der Wartung haust, klatsche es so laut, dass man dich noch in Byzantium hört. Wir haben hier schon genug Probleme damit, unsere Dosen am Laufen zu halten. Hey Orson, wenn du willst, gibt's heute Abend wieder eine neue Fuhre konzentriertes Destillat. 17 Uhr, draußen vor dem Tor. Ah.
Okay, dann hätten wir auch hier wieder die nächste, das Folgenende erreicht. Dann will ich mal gucken, ob wir da oben das jetzt einsetzen können. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Vorher verkaufe ich, glaube ich, noch kurz die Sachen. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.